Werte online schätzen lassen. Das ist das Thema, mit dem ich mich hier beschäftige. Ich habe festgestellt, dass ich sehr viele Anfragen bekommen habe von Menschen, die Wertobjekte haben, die sie geerbt haben oder gekauft haben oder irgendwann mal in den Besitz davon gekommen sind. Und jetzt hat man das Objekt vor sich und es steht im Weg oder man möchte es verkaufen, zu Geld machen, aber die Wissenslücke ist enorm. Man weiß gar nicht genau, was ist es eigentlich, wie recherchiert man das jetzt, ist es echt oder nicht. Und ich habe festgestellt, dass das ein Problem ist oder eine Herausforderung, die sehr, sehr viele Menschen im Alltag haben, dass sie die Dinge eben verkaufen möchten und aber ganz große Angst haben, über den Tisch gezogen zu werden oder zu wenig Geld dafür zu bekommen oder einfach dann etwas zu machen, was man im Anschluss dann bereut. Und deshalb habe ich die Idee gehabt zu meinem Online-Portal, in dem wir Objekte schätzen. Also da geht es darum, dass man uns eine Nachricht senden kann oder eine Anfrage senden kann mit Fotos und einer kurzen Beschreibung, vielleicht mit den Maßen und mit Hintergrundinformationen zu dem Objekt. Und dann bewerten wir als Experten, was das für ein Objekt ist. Genau. Und wie funktioniert das Ganze? Also letztendlich, man kommt auf die Webseite, die findet man über Google, wenn man zum Beispiel online schätzen lassen eingibt. Und dann kann man eben von Handy oder vom Computer aus kann man dann Fotos hochladen in das Portal. Es gibt dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich bezahle diese Dienstleistung über PayPal oder per Banküberweisung, und sobald das Geld eingegangen ist bei uns, wird dann diese Anfrage eingestellt und dann können externe Experten, also das sind Menschen, die studiert haben in dem Bereich, die aus Auktionshäusern kommen oder dort arbeiten, die sich einfach in ihrem Themenbereich sehr, sehr gut auskennen, und die können diese Anfrage anschauen und sagen, okay, ich kenne mich jetzt in dem Bereich Uhren zum Beispiel sehr, sehr gut aus. Ich nehme die Anfrage an und schreibe eine Kurzexpertise. Und das Ziel des Ganzen ist eben, dass wir am Ende des Tages für den Kunden innerhalb von 24 Stunden eine Kurzexpertise einstellen mit einer Beschreibung, einer Expertenmeinung. Die Expertenmeinung beinhaltet, was man am besten damit macht, ob man es über eine Auktion versteigert oder ob es sich gar nicht lohnt, in der Auktion einzustellen. Also da gibt es dann Empfehlungen, an wen man sich wenden kann, um dieses Objekt zu verkaufen. Und der Kunde hat nachher wirklich ein Papier in der Hand, das ist eine Erkennungsnummer auch mit drauf, dass man das Ganze dem Objekt auch zuordnen kann. Und so hat man nachher was in der Hand beim Verkauf und hat mal so eine Grundlage, mit der man arbeiten kann. Hier muss man natürlich auch ganz klar sagen, es kann vorkommen, dass Experten auch mal daneben liegen. Es kann sein, dass sich Objekte auch in andere Richtungen entwickeln, was den Preis angeht. Aber alles in allem hat man mit dieser Kurzexpertise eine erste Einschätzung, was man da wirklich in der Hand hat, und kann darauf aufbauen. Genau. Und ich habe mir gedacht, das ist wirklich ein Bedarf da, dass sehr viele Menschen einfach ja da nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen. Und mit diesem Portal möchte ich eben eine Grundlage bieten, dass sie sich da eine erste Meinung einholen können. Genau. Deshalb jetzt gerne ausprobieren. Der Link lautet auktionsfabrik.com und dann kann man da eben weitergeleitet werden und seine erste Anfrage einstellen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und einen schönen Tag.